So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hinter Kaifek V3 in der Staffel 2. So wie besprochen habe ich am Ende der Folge noch die zwei Traktoren geholt. Die stehen jetzt hier oben drin. Dabei ist mir noch eine Änderung aufgefallen und du kriegst erstmal was zum Essen. Was ich vergessen habe euch zu zeigen, aber das können wir ja jetzt machen, es läuft uns ja nichts davon. Denn ich habe die Grastechnik hier hoch verfrachtet. Und wie ihr wahrscheinlich schon seht, das Pöttinger Frontmähwerk hat man ja schon. Denn im B-Truck habe ich ja in der letzten Folge schon geholt. Und wir haben jetzt ein Pöttinger Heckmähwerk dabei. Finde ich passt natürlich deutlich besser dazu zur Kombination als das Kuhn. War ja als Notfalllösung, ist jetzt auch kein ganz neues mehr, sagen wir so. Aber für unsere Zwecke tut es das leicht. Und ich finde der Kombination hier mit dem MB-Truck passt es ganz gut zusammen. Und hier das Gespann zum Aufsammeln. Würde ich mal sagen, das hier ist komplett unsere Grastechnik-Ecke. Der Rest vom Gras steht ja alles unten. Aber das wird so das Hauptgespann bleiben, hier oben die zwei. Die Ballen werden wir dann auch hier hochlagern, sobald wir mal welche haben. Aber das werden wir wahrscheinlich erst in der neuen Season damit anfangen. So, schauen wir mal, hier liegen ein paar Eierkartons rum. Kriegt man hier neuerdings keine Infos mehr. Der ist noch nicht voll, der ist voll. Würde ich sagen, packen wir doch diesen Karton gleich mal in unser Eierlager mit rein. Dass das auch ein bisschen in Funktion kommt, auch wenn es noch nicht viel ist. Dann können wir mal schauen, wie es unseren Hühnern aktuell so geht. Schaut ganz gut aus. Bei Gelegenheit, wenn wir mal die Schaufel dran haben, sollten wir hier mal wieder nachfüttern. So, was machen wir denn dann heute? Wie schaut es mit unseren Feldern aus? Müssen wir mal die Übersicht mal anschauen. Hier können wir noch einmal drauf düngen auf dem Grasfeld. Das wäre, glaube ich, gar nicht so blöd. Sind ja noch im Wachstum. Das werden wir doch mal probieren, ob wir hier nochmal rüber düngen können oder nicht. Müssen wir mal schauen, ich glaube den Traktor mit der Düngerspritze. Habe ich hier drüben stehen lassen. Aber ich würde gerne, glaube ich mal, wenn der nicht voll ist, schauen wir mal rein. Der ist voll. Machen wir wieder zu. Würde ich gerne mit dem Streuer drüber fahren. Aber da wäre schon alles angerichtet, gell? Der hätte auch schon die richtige Bereifung dran. Ah, da ist noch das falsche Getriebe. Die Shuttle Control ist noch an hier. Vario Getriebe passt. Das ist das, wenn ihr nicht, wenn ihr auf S drückt, nicht rückwärts fahren könnt. Dann ist die Shuttle Control noch an. Zack. Dann tun wir aber das Frontgewicht auch gleich noch den Fronttank mit dran. Hat der auch noch eine Zapfwelle? Nee. Ach so, ich habe hier Pflanzenschutz drin. Hätte ich vielleicht auch mal vorher schauen können. Dann wird das Ganze wieder rückgebaut und wir nehmen doch den Streuer. Abwelle weg, abklicken. Müssen wir uns aber vorne auch noch ein Gewicht holen, weil ich
glaube, das Gewicht holen wir uns gleich, weil sonst kippen wir über mit dem Streuer. Müssen wir uns vielleicht auch mal ein kleineres zulegen, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen überdimensioniert. Für den kleinen hier. Du bleibst jetzt hier sitzen, oder wie? Die Sicht ist hier auch noch an. Ah, jetzt darf ich, Dankeschön. So, fahren wir hier zum Hof raus. Und hängen jetzt den Feuer an. Können dann eigentlich auch gleich hochfahren, nachdem wir das Ganze jetzt ausladen. Und dann können wir das später mal oben mit was sieht er das Ganze nicht? Oder was ist das Problemchen? Ah, wir sind am Boden. Das war das Problem. Allradar mal an, ja. Da merkt man schon, dass die Kraftverteilungen bei den Traktoren ganz anders sind, auch mit der Bereifung. Weil wir jetzt Pflegebereifung drauf haben. Werden wir hier die Herbizide lagern und dann glaube ich hier reinfahren. Da müssten ja auch noch Regale drin sein, oder? Genau, dann kommen hier und hier der Kalk rein. Wie kann ich jetzt hier wieder ausladen? Nicht genügend Platz zum Ausladen, okay. Mussten jetzt da drauf. Muss es jetzt echt vor der Halle ausladen. Ja, dann lade ich es halt hier aus. Es war jetzt nur eine Palette. Und die konnte er da drin nicht ausladen. Okay. Ist halt so. So, fahren wir runter ins Lager und packen uns hier gleich mal einen Dünger rein. So ist eigentlich hier das Tor noch offen. Da zieht es ja durch die ganzen Hallen. So, da geht es glaube ich hier rein. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir auch hier gleich noch die Plane runter, dass wir hier drin auch befüllen können. Wir haben einen Laden drin, das ist schon mal gut. Wie kommt das aus? Wo bin ich denn hier? Oh. Also müssen wir ziemlich weit vorfahren. Dass das Ganze funktioniert. Machen wir die Plane wieder drauf und fahren aber rückwärts wieder raus.
Dann schauen wir mal, ob das auf dem Feld funktioniert. Rippendüngen oder nicht. Werde ich allerdings der Übersicht halber auch wieder Außenansicht machen. Das wieso geht er nicht? Hängen da noch irgendwelche Sachen rum? Ah, da sind doch noch Schläuche dabei. Doch so aus, als würde es gehen mit dem Düngen. Dann kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr runter, wenn wir das ganze Ding voll hochdüngen. Und man sieht schon, maximal 15 km/h. Der Schlupf bei 6%, Motorlast zwischen 80 und 90%. Ist schon ganz interessant, also ich mag diesen Mod richtig gerne. Ist halt immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, auch vom Fahrverhalten her, weil er halt nicht mehr so schnell dagegen lenkt wie im Standardspiel, wenn man es eingestellt hat, sondern halt langsam dagegen lenkt und man als Spieler selber halt auch mithelfen muss, so wie in echt halt auch. Wenn ihr bergauf fahrt, merkt das natürlich auch. Aber das werden wir im Laufe der Saison schon noch mitkriegen, wie das ist mit der Feldbearbeitung, wenn wir falsche Reifen drauf haben. Wenn sich der ganze Traktor dann eingräbt. Können wir eigentlich auch schauen, wenn wir hier fertig sind, ob wir das Haferfeld auch nochmal düngen können. Ja, wir sollten schon schauen, dass wir einen guten Ertrag runterkriegen. Wer Geld ausgeben will, muss auch Geld verdienen.
Aber ich denke, mit unserer Technik und unseren Maschinen sind wir aktuell ganz gut aufgestellt. Bin ja gespannt, wie sich der Drescher verhält. Da habe ich ja auch schon mitgekriegt, dass der übertrieben laut sein soll. Werden wir schon bei der ersten Ernte sehen, ob wir den dann zeitnah ersetzen werden oder ob der Drescher für uns reicht. Im nächsten Jahr möchte ich auf jeden Fall noch ein weiteres Feld uns zulegen. Dass wir nämlich dann endlich das Futter alles zusammenbringen für die Kühe. Die wir eigentlich noch vom Winter uns anschaffen sollten. Dass nicht zu viel sinnlose Zeit verloren geht. Weil die müssen ja auch erst ihre Jungen kriegen, bevor die das erste Mal Milch geben. Da vergeht reich, sagen wir mal so knapp 7 bis 10 Monate, auf jeden Fall. Und in der Zeit müssen wir sie halt durchfüttern. Aber ich denke, das Ganze werden wir nach der Ernte machen. Wenn unser Hafer reif ist. Und dann kommt wieder ein bisschen Geld in die Kassen. Das Eckle nehmen wir hier aber auch noch mit und können dann gleich mal rüberfahren zu dem Feld. So. Rüberfahren können wir gerne wieder in der Innenansicht. Jetzt schauen wir doch hier mal, ob ich hier düngen kann. Das schaut gut aus. Dann machen wir das doch auch gleich noch. Da fahren wir jetzt gleich mal geradeaus raus. Am Bäumchen vorbei. Es ist gut, dass alles so gut zusammenpasst, dass wir hier gleich alles düngen können. Erspart uns das wenigstens die Wartezeit.
Dann ziehen wir die Bahn gleich noch so runter. So, wenden tun wir hier außerhalb vom Feld. Aber auf dem Feld wenden tut man auch nicht unbedingt. So, fahren wir hier gleich noch rein. Ja, da drüben habe ich einen Streifen ausgelassen. Naja gut, passiert. Deswegen fahre ich da jetzt nicht mehr rüber. Dann mache ich, glaube ich, mehr Schaden, als was das Ding bringt. Wenn ich da immer unnötig über mein angesätes, über meine Frucht drüber fahre. Bah. Die Bäumchen. So, dann haben wir noch zwei Spuren. Dann haben wir das Feld hier auch gleich mitgedüngt. Geht auf jeden Fall gut aus. So, würde ich sagen, das haben wir schon mal geschafft. Ich würde sagen, damit haben wir uns auf jeden Fall heute den Feierabend reichlich verdient. Wir haben ja auch schon 19.15 Uhr. Räumen wir mal die Maschine noch auf. Dann gehen wir in Feierabend und ich denke, morgen werden wir uns mal so ein bisschen um unsere Feldränder kümmern. Dass wir die auch gleich noch mit abmähen können. Wir haben ja jetzt den kleinen Profi-Hopper extra dafür. Würde ich sagen, bringen wir den da auch zum Einsatz. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr kein Video oder Stream mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen,
wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.